Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute gibt es nochmal was zu aktuellen Märkten, aber da kann man auch für die Zukunft was daraus lernen. Und zwar Nummer 1, wir reden ganz kurz über Facebook, haben wir ja letzte Woche live darüber gesprochen. Und was ist da mittlerweile daraus geworden aus diesem Trade? Und zweitens, ihr seht schon hier hinten, wir müssen über Tesla sprechen. Ne? Tesla ja gestern eine wirklich dramatische Nachricht gestern Abend, kurz vor Börsenschluss rausgegangen. Und da möchte ich euch was zeigen zu einem Trade, den ich habe, der an sich jetzt ganz positiv ist, aber der hätte durchaus noch besser sein können. Also, all das jetzt, Facebook, Tesla im Video. Fangen wir an mit Facebook. Ich habe euch ja letzte Woche erklärt, was mit Facebook ist. Die sind ja eingebrochen ziemlich stark und ich habe ja in einem wirklich sehr, sehr großen Konto einen Cash Secured Put geschrieben. Das heißt, bei 150 habe ich einen Put verkauft. Ich habe dafür so roundabout $100 eingenommen und mittlerweile ist dieser Put auf 20 Cent gefallen. Die Tesla hat sich wieder schön nach oben bewegt. Und liegt, glaube ich, jetzt so wieder so um die 185 oder irgend so etwas. Und ja, das war also ein schneller Trade. Ne? Das heißt, was werde ich jetzt natürlich machen? Ich werde wahrscheinlich diesen Trade jetzt einfach rausnehmen und werde einfach die paar Dollar, die ich halt Gewinn gemacht habe, realisieren. Zu 150 wird es jetzt wahrscheinlich wohl erstmal nichts kommen, weil natürlich auch der Nasdaq momentan sehr, sehr stark ist. Das heißt, ich muss, wenn ich Facebook nochmal kaufen möchte, was ich weiterhin tun würde, im Bereich 150 würde mir das gefallen, vielleicht komme ich auch nicht dazu, dann würde ich einfach später nochmal neue Cash Secured Puts schreiben, aber war ein schneller Trade. Wer natürlich die Aktie gekauft hat, der ist natürlich jetzt viel besser dran, ne? Als wer jetzt sagt, okay, ich habe einfach die Aktie gekauft, schon wer 10 Stück gekauft hat, hat mehr verdient als ich mit diesem Put und naja, gut, so ist es halt manchmal. Ne? Wir haben den etwas sichereren Trade gemacht, aber ihr wisst ja ganz genau, wenn ihr einen direktionalen Trade macht, also wenn ihr einen Call kauft, wenn ihr die Aktie selber kauft, dann könnt ihr mehr verdienen, aber dafür muss sich die Aktie auch bewegen. Das hat sie in dem Fall getan. Und wenn wir dagegen jetzt hier nur so einen Put verkaufen, dann haben wir eben einen etwas sichereren Trade, aber dafür sind die Erträge auch kleiner. Okay, Facebook damit erstmal beendet. Kleiner Gewinner, alles okay. Kommen wir zu Tesla. Und Tesla hat ja gestern Abend viele, viele Marktteilnehmer überrascht. Die einen waren wahrscheinlich schockiert. Die anderen, so wie ich, waren natürlich hoch erfreut. Was ist passiert? Elon Musk, der CEO und 20%ige Anteilsinhaber von Tesla, hat gestern Abend auf Twitter einen Tweet herausgehauen und hat gesagt, er könnte sich vorstellen, Tesla von der Börse zu nehmen und zwar für 410 US-Dollar. Der Preis zuvor war so um die 360 etwa. 410 US-Dollar ist also ein guter, knapp 20%iger Aufschlag. Und das hat natürlich erstmal einen kleinen Short-Squeeze ausgelöst. Die Aktie ist, glaube ich, bis auf 390 oder 380 oder sowas gelaufen. Also ziemlich steil nach oben. Ich habe es auch nur noch so am Rande mitbekommen. Und ich werde am Sonntag im Jens Rabe-Kanal nochmal ganz ausführlich auf das Thema Tesla, diese Ankündigung und so weiter eingehen, weil da gibt es auch viele, das sagen, ah, da wird es jetzt eine SEC-Untersuchung hinterherziehen und so weiter und so fort. Es gab ja nicht nur diesen Tweet, sondern Tesla hat ja dann auch auf seiner Webseite was veröffentlicht mit Gründen und so weiter. Und deswegen gibt mir noch ein, zwei Tage Zeit, am Sonntag dann nochmal ausführlich was zu Tesla auf dem Jens Rabe-Kanal. So. Jetzt bin ich ja in Tesla investiert, immer schon, ne? Also was heißt immer schon nicht, aber schon etliche Jahre. Das heißt, meinen Aktien hat es natürlich gut getan. Ich habe relativ viele Tesla-Aktien, die sind natürlich weiterhin schön nach oben geschossen. Mit denen lege ich gut vorn, aber ich habe auch einen Call und zwar einen Long Call. Und an diesem Long Call will ich euch mal was Interessantes zeigen. Nämlich was vielen vielleicht gar nicht so bewusst ist. Und das ist ein gutes Beispiel. Ich habe, dazu nutzen wir mal hier das Flipchart. Ich besitze also einen oder mehrere Calls auf Tesla und zwar 305er Calls. 305er Calls. Als ich die gekauft habe, waren diese Calls at the money. Das heißt, Tesla war zu diesem Zeitpunkt roundabout bei 300, bisschen was unter 305, ich glaube 303 oder so, ne? Aber ich habe einen at the money Call gekauft und diese Calls haben damals gekostet $78.
Das heißt, ihr wisst, es bezieht sich immer auf 100 Stück. Insgesamt hat also jeder dieser Calls 7.800 Dollar gekostet. So, Restlaufzeit, das war das längste, was es damals gab, Januar 2020. Januar 2020. Das heißt, meine Trade-Überlegung war, dass die Tesla-Aktie im Januar 2020 deutlich höher als die 305 stehen wird. Was war mein Risiko? Mein Risiko war, dass ich pro Call, den ich gekauft habe, 7.800 Dollar Totalverlust erleide. Ne? Weil wenn die Aktie unter 305 geschlossen hätte, egal wo, ob die jetzt bei 304 gestanden hätte oder ob bei 150, das spielt überhaupt keine Rolle. Fakt wäre, wenn sie nicht bei 305 gestanden wäre, hätte ich Totalverlust erlitten. Sogar noch viel, viel höher hätte ich sie stehen müssen, weil ich muss ja jetzt hier diese 78 Dollar noch verdienen. So, jetzt ist gestern Folgendes passiert oder schon in den letzten Tagen, als Tesla nach oben ging. Dieser Call ist natürlich deutlich angesprungen. Der Preis heute früh liegt bei ungefähr oder lag heute früh bei ungefähr 105 Dollar. Also bei 78 gekauft, jetzt bei 105. Das bedeutet, tun wir mal ganz schnell überschlagen, 22, 27. Ich habe pro Call jetzt 27 Dollar verdient. Ne? Also das heißt 2700 Dollar. So. Das ist natürlich eine schöne Sache. Aber, und jetzt kommt das eigentliche Aber, so richtig gefällt mir das natürlich nicht, dass Elon jetzt das Ganze von der Börse nimmt, weil im Grunde genommen kann ich jetzt eigentlich schon gar nichts mehr verdienen. Warum kann ich nichts mehr verdienen? Die Aktie ist doch noch gar nicht bei 410, ne? Also gestern, ich glaube, Schlusskurs war irgendwo bei 380. Das kann sich ja schnell ändern. Die kann ja morgen wieder bei 350 stehen oder auch bei 410. Aber bei 380. Und zwar, warum ist das so? Ne? Warum kann die Aktie jetzt kurzfristig, oder beziehungsweise dieser Call, Entschuldigung, nicht die Aktie, warum kann der Call kurzfristig noch Geld verdienen, langfristig aber eigentlich nichts mehr? Und das hängt mit Folgen zusammen. Überlegt mal. Als ich diesen Trade aufgesetzt habe und die Aktie bei 300, sagen wir 5 stand und ich hier diese 78 Dollar bezahlt habe, was habe ich da bezahlt? Ich habe lediglich Zeitwert bezahlt. Ich habe das Recht mir erkauft, die Aktie für 305 pro Stück kaufen zu können. So, für 305 kaufen zu können. Das heißt also, wo liegt eigentlich mein Break-Even? Mein Break-Even liegt 305 plus 78, das heißt also bei 383, stimmt's? Jawohl, stimmt. Also mein Break-Even ist 383. So, 383. Das ist mein Break-Even. Alles erst, was am Ende der Laufzeit oben drüber gewesen wäre, wäre mein Gewinn gewesen. Meine Hoffnung wäre ja gewesen 600. Na, meine ich schön verdient. Okay, jetzt überlegen wir mal. Wird jetzt tatsächlich diese Aktie für 410 von der Börse genommen? Sollte das so passieren, und ich habe eigentlich keine Zweifel daran, dass es so sein wird, was habe ich dann? Dann kann ich die Aktien natürlich kaufen für 305, gebe sie für 410 ab, und was würde ich dann dabei verdienen? 105 Dollar pro Aktie. Okay, nehmen wir vielleicht mal eine andere Form und schreiben das dazu. Also mein möglicher Gewinn sind 105 Dollar pro Aktie, aber, und das kommt jetzt noch dazu, ich muss natürlich hier diese Kosten abziehen, diese 78 Dollar, die ich hatte, ne? Und da seht ihr, wenn ihr das mal ausrechnet, von 78 auf 105, wie viel ist das? Genau, 27. Also genau das, wo jetzt auch schon mein Gewinn ist. Das heißt, mehr kann ich gar nicht am Ende der Laufzeit oder wenn die Aktie bei 410 runtergenommen wird,
von der Börse, wenn die weggenommen wird, mehr kann ich gar nicht verdienen. Ne? Und deswegen bin ich gar nicht so froh darüber, dass das jetzt kommt. Ich hätte mir lieber gewünscht, die Aktie wäre einfach so auf 410 gegangen oder noch ein bisschen weiter. Und jetzt muss man auf Folgendes achten. Momentan, kurzfristig betrachtet, könnte die Call-Option mehr wert werden. Warum? Diese 105 Dollar, die momentan dieser Call kostet, beinhalten immer noch Zeitwert. Sie beinhalten einmal inneren Wert, das kann man sich ausrechnen, nämlich von 305 auf 308, 75 Dollar. Das heißt, momentan haben wir 75 Dollar. Ah, komm, ich mache euch noch mal eine extra Seite. Wir wollen ja nicht sparen. Also, wenn die jetzt momentan 105 Dollar kostet, so, dann habe ich dabei von 305 auf 308, 305 ist der Strike, 380, nicht 308, 380 ist der aktuelle Preis, sind das also 75 Dollar innerer Wert und der Rest, so roundabout 30 Dollar, sind Zeitwert. So. Sollte jetzt die Aktie kurzfristig weiter ansteigen und wir haben ja immer noch eine Restlaufzeit von über 500 Tagen, dann würde natürlich der Preis der Option auch weiter ansteigen. Vielleicht auf 110, vielleicht auf 120. Ja? Warum? Weil der innere Wert weiter ansteigen würde und weil der Zeitwert natürlich nicht sofort weg wäre. Aber, und das ist das große Risiko, was man jetzt hier natürlich dabei hat, dass es einfach jetzt heißt, okay, angenommen, jetzt gibt es wirklich ein Angebot. Bislang ist es eine Absichtserklärung von Tesla bzw. von Elon Musk. Man sagt, die Finanzierung steht und ich bin mir relativ sicher auch, dass die Finanzierung steht. Und ich werde euch auch am Sonntag meine Vermutung sagen, durch wen diese Finanzierung steht, also wer das Geld gegeben hat. Das machen wir aber wie gesagt am Sonntag. Und was würde dann passieren? Dann wäre ja klar, für 410 gehen die Aktien weg. Das heißt, der Markt würde das sofort einpreisen. Die Aktie würde wahrscheinlich sofort auf, vielleicht nicht gleich auf 410, aber sagen wir auf 405 gehen. Okay? So, ein paar Dollar sind ja immer noch darunter, aber so auf 405 würde die gehen. Ne? Würde auf 405 gehen. Das heißt, der innere Wert würde ansteigen, aber der Zeitwert, der würde natürlich dramatisch einsinken. Das, was es also hier wird, wird hier weniger. Ne? Und deswegen kann es also sein, wenn die Aktie kurzfristig die nächsten paar Tage noch springt, dass der Preis ja nochmal ansteigt. Langfristig betrachtet, wenn es aber zu dieser aus dem Markt nehmen der Aktie für 105 kommt, Entschuldigung, für 410, dann werde ich nicht so viel mehr verdienen können mit diesem Trade. Also ich werde hier leider keinen 200, 300, 400, 500 Prozenter erreichen. Und aus dem Grunde werde ich also jetzt das sehr, sehr nah beobachten und werde mit großer Wahrscheinlichkeit eine von zwei Dingen machen. Entweder ich ziehe mir jetzt schon die Aktien, sage, okay, ich lasse mich andienen und spekuliere darauf, dass es vielleicht ein bisschen mehr als 410 werden. Oder aber ich sage, ich verkaufe einfach meinen Call, nehme das Geld mit und gut ist. Ne? Was ich dann mit den Aktien übrigens mache, auch das gibt es am Sonntag. Also heute, jetzt wird hier ganz schön gespoilert. Ne? Da habe ich aber auch schon einen ziemlich festen Plan, ob ich die Aktien verkaufe für 410 oder ob ich sie behalte. Diese Möglichkeiten wird es ja geben. Das versprechen wir aber dann ausführlich am Sonntag. Und das ist also der Punkt. Und was ich euch damit nur sagen will, wenn ihr eine Option kauft, egal ob es ein Put ist oder ein Call, und er ist in Geld, dann rechnet bitte immer genau nach, was kann ich denn verdienen? Bloß, die meisten hätten jetzt gesagt, naja, die ist jetzt bei 380, die kann ja noch auf 30 steigen. Das heißt, ich müsste ja wahrscheinlich nochmal 10, 20, 30, 40 Prozent in der Option zulegen. Nicht zwingend. Ne? Gerade in so einem speziellen Fall muss es nicht zwingend so sein, dass du in dem Call weiterhin wirst Geld verdienen können. Das war's für heute auf Optionsstrategien TV. Spezielles Thema, denke ich auch mit einem wichtigen Lerninhalt, ne, dass man also auch bei gekauften Optionen immer genau hinschauen muss und was die meisten eben nicht beachten, dass sie sagen, hier Zeitwert, innerer Wert, wie setzt sich dieser Optionspreis zusammen, ne, all das muss eben mit bedacht werden.
Okay. Wir sehen uns wieder dann am Samstag mit einem anderen Thema im Bereich der Optionen. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg an den Märkten. Beobachtet mal, was mit Tesla passiert. Spannende Zeiten, wirklich spannende Zeiten. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir all dies erleben dürfen. Das ist doch großartig, was wir hier lernen können. Und wenn wir noch ein paar Euros dazu oder ein paar Dollars mitverdienen, umso besser. In diesem Sinne, euch eine schöne Woche. Genießt den Sommer. Irgendwann ist er vorbei. Bis demnächst. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.